Seit ungefähr 8 Monaten gibt es die neueste iPhone-Generation. Vor 6 Monaten habe ich euch meinen Testbericht gezeigt und heute möchte ich euch ein kurzes Update darüber geben, wie sich das iPhone 13 Pro nach fast einem Dreivierteljahr anfühlt. Auch wenn viele Bereiche dieses Smartphones nahezu unverändert sind, so gibt es doch einige Punkte, die mir in der täglichen Handhabung sowohl positiv als auch negativ aufgefallen sind. Ob ich nochmals das iPhone 13 Pro kaufen würde, welche Punkte mich als Content Creator etwas stören und was ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr machen würde, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Ich glaube, beim Design und der Verarbeitung muss ich nicht wirklich viel sagen, da sich hier natürlich nichts geändert hat. Ich finde das Gerät immer noch wunderschön, vor allem mit dem kantigen, sehr griffigen und fast schon zeitlosen Gehäuse. Und obwohl ich Apple Care Plus Nutzer bin, habe ich dennoch immer wieder die Sorge, dass ich das Gerät in irgendeiner Art und Weise beschädigen könnte und habe es deswegen in eine Schutzhülle gepackt. Während ich die ersten Wochen auch eine Displayfolie verwendet habe, so habe ich in den letzten 3 bis 4 Monaten komplett darauf verzichtet, um einfach mal zu sehen, wie sich Ceramic Shield, also das ultraharte Glas, so im Alltag schlägt. Und ja, es sind natürlich einige kleine Kratzer hinzugekommen, aber nicht in der Art und Weise, wie ich es tatsächlich täglich genutzt habe. So liegt es mal in der Sporttasche, befindet sich mit einem Schlüsselbund oder auch Münzen in meiner Hosentasche und dafür sieht es immer noch richtig gut aus. Auch hatte ich niemals Bedenken, wenn ich mal im Garten gearbeitet habe, dabei Bohrstaub auf das Display flog, das Gerät mal nass wurde oder auch einfach durchs Kind heruntergeworfen wurde. Und ich kann euch versichern, das ist mehr als 2, 3 oder 4 Mal passiert. Und all diese kleinen Probleme hat das Telefon problemlos überstanden. Die Lautsprecher gehören für mich nach einem Dreivierteljahr auch immer noch zu den besten, die man aktuell im Markt bekommen kann. Und auch neue Smartphone-Generationen wie ein Galaxy S22 Ultra oder auch OnePlus 10 Pro ändern nichts an dieser Tatsache. Für mich klingen sie vom Gesamtsetup immer noch mit am besten, haben klar definierte Höhen, ausgewogene Mitten und bieten einen wirklich richtig guten räumlichen Klang. Auch Face ID ist besser denn je, denn mittlerweile kann man das Smartphone auch mit Maske entsperren, was immer noch in anhaltenden Zeiten von Corona ein Riesenvorteil ist. Genauso wenige Abstriche gibt es aber auch bei der Performance, da diese auch bei unzähligen, teils unnötigen und dutzenden Anwendungen, die ich auf meinem Smartphone installiert habe, immer noch super flüssig ist. Apps werden schnell gestartet, Spiele stellen überhaupt keine Probleme dar und auch die Hitzeentwicklung hält sich absolut in Grenzen. Etwas anders sieht es da leider beim Akku aus, da dieser zwar immer noch 100% Batteriekapazität hat, ich aufgrund der öffentlichen Beta aber auch immer die neueste Softwareversion installiert habe. Da ich der Meinung war, so schnell wie möglich immer die neuesten Software-Features nutzen zu wollen, habe ich mich bei diesem Programm angemeldet und konnte so eben auch das eben erwähnte Masken-Update schneller nutzen als herkömmliche Nutzer. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass damit die Akkulaufzeit etwas schlechter wurde und ich am Abend nicht mehr rund 30% im Akku hatte, sondern vielleicht noch zwischen 10 bis 15%. Das ist also ein Punkt, wo ich sagen würde, frühe Funktion und schnelle Updates schön und gut, zu Lasten der Akkulaufzeit für mich allerdings nicht notwendig. Was das Display angeht, so gibt es, und das war schon immer der Fall, bessere Displays als das, was Apple in sein iPhone und auch in diesen iPhone Pro Modellen verbaut. So sind rein hardwareseitig das fehlende Always-On-Display und nicht die exorbitant hohe Auflösung im Grunde genommen die Hauptprobleme. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch hier sagen, dass mir genau diese beiden Punkte nicht wirklich im Alltag gefehlt haben. Die Auflösung mag für extrem sensible Augen möglicherweise ein Nicht-Kaufgrund für ein iPhone 13 Pro sein. Um aber mal schnell zu checken, ob Nachrichten eingegangen sind oder wie die aktuelle Uhrzeit ist, reicht auch hier beim iPhone 13 Pro ein einfaches Antippen auf das Display, sodass für mich ein Always-On-Display komplett hinfällig wird. Im Bereich der Kamera bin ich zu 90% extrem zufrieden, da hat sich zu meiner ersten Meinung tatsächlich nur wenig geändert, da im normalen Fotografiebereich, vor allem bei Tageslichtaufnahmen, diese mega gut aussehen. Apple schafft hier den Spagat zwischen dramatisch aussehenden Bildern, einer Natürlichkeit und einem wunderschönen Bokeh. Genau diese Attribute kann ich aber auch auf die Videografie umlegen, da die meisten Videos in 4K 60 FPS super gut aussehen. Hier kann ich allerdings auch 2 Kritikpunkte finden, die zum einen den Weißabgleich sowie die Lowlight-Eigenschaften betreffen. Da ich das iPhone 13 Pro auch immer wieder für Aufnahmen im Automobilbereich oder bei Staubsaugertests nutze, ist mir hier aufgefallen, dass bei schlechteren Lichtbedingungen der iPhone-Sensor doch sehr schnell an seine Grenzen kommt und in etwas dunkleren Momenten Bildrauschen einsetzt. Im zweiten Fall ist es so, dass bei Tageslicht, Aufnahmen in Räumen und Kameraschwenks oftmals ein zu großer Unterschied im Weißabgleich vorliegt und so Bodenbelege oder auch Wandfarben je nach Blickwinkel komplett unterschiedlich aussehen. Hier muss ich tatsächlich sagen, dass das S22 Ultra damit deutlich besser klarkommt.
Ein letzter und kleiner Kritikpunkt liegt im optischen Zoom. Da hier lediglich dreifach gezoomt werden kann, was im Alltag meist ausreichend ist, man hin und wieder aber auch dennoch mal höhere optische Zoomstufen nutzen möchte. Nachdem ich im vergangenen Herbst noch auf iOS 15.2 unterwegs war, ist aktuell Softwareversion 15.5 installiert. Wie eben schon kurz angesprochen, ist es cool, neueste Features sofort nutzen zu können. Auf der anderen Seite habe ich diese tatsächlich so gut wie gar nicht genutzt, womit die Beta-Version in Kürze auch wieder vom Telefon fliegen wird. Der größte Kritikpunkt für mich dabei ist vor allem die reduzierte Akkulaufzeit und dass zum Beispiel bei Texteingaben hin und wieder die Eingaben etwas haken. Was ich auch feststellen musste, ist die Tatsache, dass ich die App-Mediathek, also diese Art App-Drawer, im Grunde genommen nie nutze und ich eigentlich viel mehr Apps in der App-Mediathek auslagern sollte. Da ich die meisten Apps durch ein einfaches Wischen von oben nach unten und der Eingabe des entsprechenden Namens aufrufe. Wenn ich jetzt so beim Schreiben dieser Zeilen auf mein iPhone 13 Pro schaue, dann habe ich in keinster Weise das Gefühl, den Kauf bereut zu haben. Ja, auch im Videobereich kommt es hin und wieder mal an seine Grenzen, dennoch sind die Gesamteigenschaften auf einem exzellenten Level, sodass ich es vor allem Personen, die sich sowieso im Apple-Kosmos bewegen, uneingeschränkt empfehlen kann. Vor allem das leichte und spielerische Wechseln zwischen Anwendungen, die generelle Benutzeroberführung, die super Gestensteuerung und das sehr cleane Betriebssystem machen Arbeitsabläufe wirklich zu einem Kinderspiel. Die Fotoqualitäten sind on point, die Akkulaufzeit sieht man mal von der Beta ab in einem durchaus zufriedenstellenden Bereich und auch die Verarbeitung, / die Abnutzungserscheinung nach mehr als 8 Monaten, immer noch absolut in Ordnung. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes und einem ganz kurzen Update nach 8 Monaten Nutzung mit dem Apple iPhone 13 Pro und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!